Und zwar starten wir einmal eine Lokalaufnahme für euch da draußen auf YouTube. Ja, liebe YouTube-Zuseher, ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahme von Tales of Cestiria, den, ich sag mal, YouTube-exklusiven Titel, beziehungsweise YouTube-exklusiven Content, weil es diesen halt nicht auf Twitch zu sehen gibt, sondern wie gesagt, er halt exklusiv für YouTube ist. Und ja, ich bin's denn hier, Schmitz, und wie gesagt, begrüße euch zu dieser neuen Aufnahme. Und ja, jetzt muss ich mir überlegen, was haben wir eigentlich zuletzt gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Stimmt, ich glaube, wir haben versucht, irgend so ein Monster zu besiegen, so eine Höhle. Der aber eigentlich viel zu heftig für uns ist. Aber wir hätten ihn, glaube ich, beinahe immer erwischt. Das war immer so eine knappe Sache. Und ja, aber ich habe mich wohl dran festgebissen. Ja, das weiß ich noch. Und weitergekommen sind wir wirklich nicht. Wir sind immer kurz davor irgendwie abgenippelt. Ja. Weil wir einfach nicht genug Schaden gemacht haben. Aber wir haben ihn fast gekriegt. Es hat nicht mehr viel gefehlt. Man muss aber halt auch zugeben, dass er 20 Level über unserem war, so grob. Also wir sind, glaube ich, Level 26, 25 und der war 40. Ja. Ich sag mal, wenn wir den erwischt hätten, hätte es uns einen mächtigen Powerboost gegeben. Aber naja, so soll es tatsächlich dann nicht sein. Und ich gucke gerade mal, ich sehe, ich habe hier jetzt tatsächlich nichts zu trinken. Ich hole mir eben was zu trinken und dann bin ich gleich wieder da. So, und ja, da bin ich wieder. Und richtig, ich erinnere mich, wir sind wohl, wir wollten zur Stadt Rowlands oder zum Königreich Rowlands, weil wir da irgendwas machen mussten. Das weiß ich noch. Und wir sind in irgendeine Stadt angekommen, das weiß ich auch noch. Und ich glaube, da haben wir auch abgespeichert. Ich glaube, ja. Da steigen wir auch direkt wieder ein. Wir gehen auf die Szene. Und machen das Spiel fortsetzen. Und dann gucken wir mal. Genau, Lastonbell, die Kunsthandwerkerstadt. Dann haben wir hier unseren Hauptmann. Der Sergei, die Liebe zwischen euch beiden ist ja eine Inspiration für uns allen. Ich wünsche euch alles Gute, persönlich und beruflich. Naja, wir mussten uns so ein bisschen... Aber ich sollte euch nicht aufhalten. Behalt euch zum Boris Kantine. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Es waren offenbar die Letzten, die hinein wollten. Geht jetzt zurück zur Kaserne, Hauptmann. Genau, wir mussten den so ein bisschen... erzählen, dass also hier Saray und Rose ein Paar sind und auf der Durchreise, sie ist ja Händlergilde, hat dementsprechend so einen Passierschein. Und ja, er musste sich da so eine Geschichte einfallen lassen. Und die Lage sieht nirgends rosig aus, oder? In der Hauptstadt herrscht Chaos, aber hier gibt es nervige Inspektionen und mehr streifende Serienmörder. Ich dachte, durch die militärische Auseinandersetzung würde wenigstens die Geschäfte gut laufen. Aber die verdammte Sache hat ja sofort wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Oh, da, da, da. Oh, wir haben Windschreiten. Okay. Mit Scharmützel steht es zwischen den beiden Nationen immer schlimmer. Das habe ich jedenfalls gehört. Den kleinen Mann erzählt natürlich niemand irgendetwas. Also müssen sich die Bürger auf Gerüchte verlassen und herausfinden, ob es überhaupt Krieg gibt oder nicht. Okay, können wir wieder speichern. Hallo, willkommen, Gasthaus Randgritz. Hier passieren im Moment eine Menge unerfreuliche Dinge. Du solltest vorsichtig sein, wenn du nass hinausgehst. Ah, oh, okay.
hier sitzen ja welche. Hier ist es nicht anders als in Pentagon. Pentrago. Wenn man Geschäfte machen will, sollte man sich besser mit der Kirche gut stellen. Für uns reisende Kaufleute ist es nicht so schlimm. Aber mir tun die Leute leid, die einen Laden vor Ort führen. Ich habe keine Wahl. Wir haben keine Wahl und müssen das Spielchen mitmachen. Okay. Der Laden wird vom direkten Nachkommen des berühmten Handwerkers Malten geführt, der überall als meisterlicher Waffenschmied galt. Damit will ich sagen, ich bin sein vierter Sohn. Was einzigartige Waffen angeht, habe ich all die Fähigkeiten auch von meinem Vater hatte. Was hat denn der so im Angebot? Papier, Fluoridschirm, naja, geht so, ne? Okay, die sind in allen Sachen besser. Oh, Angebot Schockwehr. Arztverteidigung plus 82 und Angriff plus 14, aha. Stiefel hat er keine. Wir gucken uns mal die Waren anprobieren. Naja, gut, das macht wenig Sinn. Weil wir verlieren auch normale Verteidigung ganz schön. Und Angriff steigert sich nur um einen, das macht keinen Sinn. Das macht eigentlich auch relativ wenig Sinn, weil die Steigerung ist nicht allzu gut. Das ist halt ja 5 bei... Ich glaube, Arztverteidigung und 210, also klar, gerade mal 9 bei der normalen. Die Schockwehr, die haut natürlich rein. Angriff auf 320, ja, das lohnt sich natürlich. Das macht durchaus Sinn. Aber unsere Arztverteidigung geht natürlich ordentlich nach unten. Dafür kriegen wir noch ein SA dazu. Das macht auch relativ wenig Sinn. Außer Verteidigung.
mal weiter. Räuberklinge. Assassinendolch. Aber hier macht es relativ wenig Sinn. Gar nichts. Ja, das macht durchaus Sinn. Ja, eigentlich gar nicht so wirklich was Interessantes dabei. Die beiden kombinieren. Die könnten wir auch kombinieren. Das macht eigentlich Sinn.
Das sind mehr Steigerung als... Ja, komm, ich nehm's. Kauf und Ausrüsten. Eigentlich auch Sinn. Arztverteidigung plus 4% und Verteidigung plus. Ja, eigentlich nicht, ne, macht ja, habe ich gehört, macht ja gar keinen Sinn. Aber die Schockwehr, die macht auf jeden Fall Sinn. Ich kann den Rest eigentlich verkaufen, ne? Irgendwas verschmelzen. Na komm, Gegenstände verkaufen.
Mutter-Episoden. Wir übernachten erstmal, wir wollen auch was essen, ne? Steak. Right of the Steak. Beschreibung zum Verschließen des Aromas über heißen Flammen gedörrt mit Garnierung. Effekt des Gerichts. Stellt 50% der KP wieder her, wenn die KP der Person unter 60 liegen. Saure Gurken. Effektiv für 12 Kämpfe. Leicht in Essig eingelegte Gurken als Hauptkomponente oder Garnierung. Effekt des Gerichts, halt Verbrennungen, werden verbrannt. Gebackene Tomaten. Durch das Backen bekommen alle Aromen und Geschmacksnuancen der Tomate zum Vorschein. Suchtpotenzial. Halt Verlangsamung, werden verlangsamt. ステーク装備品の融合って実は法則性とかあるの？さすがルーゼさん、その通りですわ。融合において、ランダムで決まることは一切ありません。眠くならない範囲で教えてくれる？はい。まずは融合ルールは同じスロット1のみで発生します。これだけでも複雑でないのがわかるかと。 2つのスキルが スロット1とスロット3に入ってることもあるけど、意味があるわけだ。そうです。どの位置にスキルがあるか、それも装備品の価値を分ける重要なファクターですわ。重要な。でもって、あら、寝てます？ Alles klar, es ist wohl wichtig und ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe einfach fusioniert. Weil wir es können. Steak gegessen. Lecker. Deswegen speichern wir jetzt. Kann man nicht mitnehmen. Oh, 3000 Gall. Ach, guck mal, den kennen wir doch. So, wie kommst du mit den Mädels klar? Sie hat einen ziemlich faulen Charakter, aber es gibt kein ehrliches Mädchen als sie. Man muss Geduld mit ihr haben. Aber wirklich, ein Vierte und eine von der Assassinen-Gilde. Von einem so extravagantischen Paar habe ich noch nie etwas gehört. Ich bin ja schon ziemlich neugierig auf die Ergebnisse. Ha, ha, ha. Ja, danke, Typ. Ich habe eine wichtige Mission. Ich bin auf der Suche nach dem Verräter. Ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Nehmen wir immer mit. Danke fürs Geschäft. Jetzt kann ich meine Reise fortsetzen.
Der alte Mann umgeparkt, ich habe gehört, dass er erst 40 Jahre ist erst 40 Jahre alt. Anscheinend hat es da einen schrecklichen Vorfall in seiner Vergangenheit gegeben, durch den er so geworden ist. Oh! Hast du nur Ausrüstung mit offenen Fähigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann ruf mich zum Herrscher des Landes. Ältester, der blaue Wind, die Walküre kommt. Rosmarie, okay. Der Lehrling meines Opas war schon wieder an einer anderen Sache. Ein Handwerker zu sein, ist offenbar mehr Arbeit als Spaß. So? Lude! KP-Herstellung beim erfolgreichen Betäuben. Immer rein damit. Okay, haben höhere Arzt. Wenn du zum Beispiel Eislands als Arzt zum Doppelstrom erlernst, erhältst du die Kampfaktion Ladungszauber. Alles klar. Schkashi, yoroshiku arimasen na. Konna gojise ni hirumu kara. Ma, ma, Shisai sama. Rei no ken no orei de gozaimasu kara. Schkashi. フォートン数奇をはじめお偉方は何かと厳しいお方揃いゆえ。分かっております。教会への献金はこれからも十分に。あそこがこの町の聖堂のようですわね。覗いてみよう。